Wie hat eigentlich Ihr Leben vor dem Krieg in der Ukraine ausgesehen? Da? Ja, ein bisschen ruhiger. Und jetzt gibt es natürlich riesen Stress. Es geht um Hilfe für Soldaten. Und das ist nichts Gleiches wie Kartoffeln kochen und Schwein für Front liefern oder für Soldaten. Und das ist natürlich ganz etwas anderes. Und Helme suchen und Kleider suchen. Ist das Leben jetzt spannender geworden? Ja, sicher, ja. Dies ist die Geschichte der Irina von Burg. Eine Frau aus der Ukraine, die seit bald 20 Jahren im solothurnischen Grenchen lebt. Längst ist sie eingebürgert und hat hier ihr Glück gefunden. Alles perfekt. Wäre da nicht der Krieg in der alten Heimat, der Irina nachts den Schlaf raubt. Dies ist die Geschichte einer 38-Jährigen, die alles hat und doch ihr Leben riskieren will, um Soldaten an der Front zu helfen. Unterwegs in Richtung Ostukraine, wo die Grenzen zwischen Freund und Feind längst verwischt sind. Warum tut die Schweizerin das? Und wie sinnvoll ist ihre Hilfe? Davon erzählt dieser Film. Irina zu treffen, ist dieser Tage so schwierig, wie sich mit einem Geschäftsmann zu verabreden. Nur Irinas Geschäft sind Spenden. Jetzt ist fertig, jetzt machen wir nur die Hälfte. Hier arbeiten alle zusammen. Schweizer, Afrikaner und ukrainische Hausfrauen wie Irina. Die Spenden stammen aus dem ganzen Land. Aber dann man wirkt da hier. Die schwer sind, einfach unten. Und dann die leichteren dann oben. Ah ja, genau, die mit Geschirr. Wir müssen die mal auch zeigen. Die meisten Hilfsgüter sind für Mütter und Kinder von gefallenen Soldaten bestimmt. Und für Kriegsverletzte. Wie lange sind Sie jetzt da schon drauf? Also wir sind sicher schon ein halbes Jahr so dran, nonstop, ohne Pause. Entweder Pampers am Aufladen oder und zwar Lastwagen voll oder Kinderkleider. Also wie viele Stunden schlafen Sie noch pro Nacht? 4, 5. Also ich bin stolz, dass ich kann Ukraine helfen. Und ich würde denen helfen, bis das Krieg fertig ist. Irina sammelt aber nicht nur für notleidende Zivilisten. Ich habe sehr viele Sachen bekommen in diesem Spital. Sehr wichtig. Ja. Ich von Erste Hilfe für die Front, für die Soldaten. Weiss Inselspital, dass das zu den Soldaten geht? Das ist schon schwierig, weil ich komme direkt und sage, ich brauche für Soldaten Hilfe. Das heisst, wir unterstützen die Armee. Aber bis jetzt noch niemand Nein gesagt. Aber Sie haben es ja nie so klar gesagt. Ich habe nie klar gesagt, aber bis jetzt ist auch nie Nein gesagt worden. Von einer Hilfsorganisation bekommt Irina Wolldecken des Schweizer Militärs. Und auch die sind nicht für Flüchtlinge, sondern für Soldaten gedacht. Ist schon ein Grenzgebiet, wo wir das machen. Also grosse Mengen würden wir sicher nicht geben an eine Kriegsfront. Das ist so. Würden Sie dann persönlich am liebsten auch Waffen liefern oder Panzer? Ich kann nicht, das ist verboten. Ich habe es angelötet, wegen Panzer zu liefern. Das ist unmöglich, weil für die Schweiz verkauft schon Panzer. Aber die verkaufen nur für den Garten. Wir können nur für den Garten. Verstehen Sie das? Ja. Verstehen Sie es? Ja, nein, ich verstehe das nicht. Für was braucht Panzer einen Garten? Aber, Irina von Burg, geboren in den Zeiten der Sowjetunion nahe Tschernobyl. Lehre als Krankenschwester, auf dem Beruf aber arbeitet sie nie. Es lockt die weite Welt oder konkret ein großgewachsener Bauunternehmer in der Schweiz. Vermittelt durch eine Freundin, die ihren Mann via Annonce fand. Auch Irina heiratet, bekommt 3 Kinder. Heute ist sie geschieden. Es ist Juli. In wenigen Tagen will sie mit mir zusammen in die Ukraine reisen. Ziel, die Front, wo scharf geschossen wird. Wenn du im Krieg. Wenn dort sind Leute am Sterben, Kinder. Wenn am Sterben sind. Ja,
Du weißt warum, wenn Putin greift an. Weißt du, wer Putin ist? Wer? Ja, zack. Ja, genau. Schwein. Was Schwein? Ein ironischer Zufall? Oder ist es die Propaganda der Mutter, die gerne zu sagen pflegt, Putin greift nicht mit einem Glas an? Schon ein bisschen Sorge. Aber bis jetzt ist ja auch immer zurückgekommen. Ja. Als Irina im Frühling zum ersten Mal an die Front fuhr, sagte sie den Kindern nichts davon. Was sie sagte, sie mache Ferien in der Ukraine. Und wie hast du denn erfahren, dass es keine Ferien sind? Wegen dem WhatsApp-Bild mit dem Helm und dem Militäranzug. Ich hatte mega Angst. Ich dachte, was macht sie jetzt? Ja, sie kann ja sterben. Aber ich habe sie nachher sofort beruhigt. Ich habe gesagt, das ist nur Photoshop. Fotomontage. Aber gut, das hat ja nicht gestimmt. Er hat nicht gestimmt, aber ich habe sie beruhigt. Haben Sie keine Angst? Nein. Mit mir ist gut. Ich bin vielleicht einfach zu wenig gläubig. Ja, das kommt schon. In Chesty Lugansk sagen sie schon, oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein ja. Gott, kommt das schon? Glaube Gott. Automatisch, wie es so gefährlich ja, genau. Ist. Okay, ja, dann hoffen wir es best. Persönlich behagt mir der Gedanke nicht, den Hilfskonvoi bis ins Kriegsgebiet im Osten zu begleiten. Irina fährt vor uns los. Wir werden sie im Westen der Ukraine wieder treffen und die Dinge auf uns zukommen lassen. Eine Woche später. Wir sind in Luzk, einer Industriestadt in der Nähe der polnischen Grenze. Und wir warten auf die Lastwagen mit der Hilfe aus der Schweiz. Sie sind längst im Land, aber sie stecken in diesem Zollfreilager fest. Ich versuche, Irina zu erreichen. Keine Ahnung, wo sie ist. Eben hätten sie die Einfuhrpapiere bekommen, sagen diese Männer. Sie gehören zum lokalen Team von Irina. In der Ukraine bezahlt man offenbar bis zu 50% Schmiergeld. Wie ist das bei diesen Spenden? Nein, diesmal wurde kein Schmiergeld verlangt. Es gibt keine Anzeichen von Korruption. Alle verstehen, dass diese Waren für Soldaten und für Familien von Kriegsopfern bestimmt sind. Und dann kommt auch Irina. Hallo, Lastwagen. Diese Lastwagen hier, Papiere sind vorbereitet. Ich hoffe, das ist parat. Ich gehe jetzt schnell kontrollieren. Jawohl. Wieso hat es denn so lange gedauert? Das ist normaler Ablauf. Das ist zwei, drei Tage. Das ist normaler Ablauf. Das geht eigentlich humanitäre Hilfe, geht bis einen Monat, für das Papier alles abfertig. Ja. Und damit kann unser Roadtrip losgehen. Wir fahren Richtung Osten, Richtung Krieg. Das Land hat sich schon noch ein bisschen verändert. Wie merkt man das? Spüren Sie das da schon im Westen, wo jetzt eigentlich alles noch ruhig ist? Es ist nicht ganz ruhig, weil sehr viele Leute gestorben in dem Krieg schon. Und das merkt man, diese Trauer. Und in jedem Staat gibt es einfach Foto von gestorbenen Soldaten. Hier hat alles begonnen. Der Maidanplatz, die blutige Revolution vor anderthalb Jahren. Der korrupte Präsident Janukowitsch vertrieben. Die Krim annektiert durch Russland. Der Osten des Landes im Krieg. Bandu het, schrie das Volk. Die kriminelle Bande raus. Es meinte die Oligarchen, die das Land ausgepresst hatten. Bandu het, das schrie auch die 53-jährige Anna Zalotznaja. Was hat sich seit der Maidan-Revolution verändert? Die Kosten für unsere Armee haben stark zugenommen. Für die Mobilisierung, für den Wiederaufbau in den befreiten Gebieten. Es ist klar, der Alltag ist schwieriger geworden. Wir müssen uns in vielen Dingen einschränken. Es gibt sogar eine Fernsehsendung, in der Kindern vermittelt wird, wie man eine Woche lang auf Sachen, die nicht unbedingt nötig sind, verzichten kann. Anna verteilt Flyer und verdient 80 Franken monatlich. Nicht viel mehr als den Mindestlohn. Die Landeswährung hat massiv an Wert verloren.
Zwar sind die Läden voll, aber die Ukrainer können sich immer weniger leisten. Früher habe ich das ganze Stück Wurst gekauft, jetzt nur noch die Hälfte. Generell kaufe ich 300 Gramm statt früher ein halbes Kilo. Die Lebensmittel, die meine Familie besonders gerne isst, können wir uns oft nicht mehr leisten. Auch Wasser, Gas und Strom seien viel teurer geworden, sagt Anna. Ihr Land ist faktisch bankrott. Es hängt am Tropf des Internationalen Währungsfonds. Die Hilfsmilliarden aber fließen in die Taschen der Regierung. Die Bevölkerung sehe nichts davon. Darum unterstützt die Schweizerin ihre Heimat. Zu ihren Helfern gehören auch Freiwillige, die in Bataillons kämpfen. Sie hätten weniger Mittel als das Militär, sagt Irina. Mein Einwand, dass Oligarchen angeben, die Bataillone zu finanzieren, wird von ihr und ihren Männern bestritten. Die meisten dieser Kämpfer sind keine ausgebildeten Soldaten, sondern Berufsleute wie der Rechtsanwalt Sergei Matuschenko. Auch er hatte auf dem Maidanplatz demonstriert. Seit einem Jahr kämpft er gegen die prorussischen Separatisten. Haben Sie Nachricht von der Front? Ja, ihr habt sicher im Fernsehen gesehen, dass ein Elektrizitätswerk beschossen wurde, und zwar in unserer Stadt, in Schastia. Dabei wurden zwei Menschen verletzt. Die zwei Freiwilligenverbände, die Irina von Burg unterstützt, sind umstritten. Er trägt ein Shirt des Bataillons Azov. Das Abzeichen erinnert an das Zeichen der Panzerdivision der Waffen-SS im Dritten Reich. Die sogenannte Wolfsangel sieht sehr ähnlich aus, nur das N ist spiegelverkehrt. Das ist gar keine Hitler-Symbole, das sehen wir ganz klar an, oder? Bitte erklärt schnell, was das ist. Für Europa ist das wichtig. Das ist ein nationales Symbol der Ukraine. Er ist Patriot und er kriegt für Frieden. Nationalistisch, ja? Nein, die kriegen. Also die wollen gar nicht kriegen. Die wollen nicht kriegen in Russland. Die können nicht kriegen in Russland. Die können nicht kriegen in Polen. Die können nicht kriegen in Österreich. Die bleiben auf seinem Ort. Ganz normal. Die Stimmung ist angespannt. In dieser schwierigen Zeit will Irina keine kritischen Fragen zu ukrainischen Kämpfern hören. Für sie ist klar, Putin allein ist der Aggressor und alles muss getan werden, um ihn zu vertreiben. Erst allmählich begreife ich, wer die Situation in diesem Land hinterfragt, wird von Irina verdächtigt, von der Propaganda aus Russland beeinflusst zu sein. Wir besuchen Natascha, Mutter des 7-jährigen Maxim. Natascha arbeitet in einer Kartonfabrik. Und seit einem Jahr ist sie Witwe. Ihr Mann? Gestorben im Krieg. Können Sie mir bitte erzählen, was Ihrem Mann passiert ist? Er sagte, teil dem Jungen mit, dass ich in den Osten gehe. Ich fragte, warum. Er sagte, ich gehe als Freiwilliger das Land beschützen. Und damit ist dieses Gespräch beendet. Die Abreise des Vaters, ein Schock. Sein Tod im Krieg, erst recht. Und doch, so denke sie, habe sich der Einsatz ihres Mannes gelohnt. Der Krieg dauert aber schon über anderthalb Jahre. Die Russen sind immer noch in der Ukraine. Erinnert dich das nicht an deinen Mann? Schmerzt es dich nicht? Ja, natürlich. Ich weiß auch nicht, was ich dazu sagen soll. Es gab viele andere junge Männer, die zusammen mit meinem Mann in den Krieg gegangen sind. Irinas Engagement ist beeindruckend. Ob es wohl auch damit zusammenhängt, dass sie in der reichen Schweiz lebt? Ach, ich bin es schlecht zu wissen, dass es einem so gut geht mit der Schweiz. Nein, nicht schlecht, es macht weh. Schlechte Gewissen bin ich nie ein Mensch, ich habe gar keine schlechte Gewissen. Nicht. Das tut mir leid, das tut so weh. Wenn zwischen logst du, dass die gestorbenen Leute oder eben die Kinder leben, das tut weh. Es ist wirklich ein Schock, in so ein Land zurückzukommen, das sich so verändert hat. Also über das kann ich gar nicht überleiten. Über das kann ich gar nicht niemals denken.
Sie machen also, nie. Nein, ich habe nie. Nein. Die Verbindung von damals zu heute. Nein, gar nicht. Ich bin schon in einer anderen Welt. Ich bin schon 20 Jahre in der Schweiz und lebe in einer anderen Welt, wisst ihr das? Also Sie fühlen sich als Schweizerin und nicht mehr als Ukrainerin? Ja, also ich bin schon immer noch Ukrainerin, aber ich habe mein Leben in anderem Ort und darum ist es Madrid. Also Sie kommen eigentlich wirklich mehr als Helferin als jetzt jemand, der mit dem Madrid. Guck mal, zieh das an. Ihre Eltern würden noch in der Ukraine leben, sonst aber verbinde sie nichts mehr mit diesem Land. Sie kommt mir vor wie eine Frau, die zwischen den Welten lebt. Ich frage mich, ob sie je ganz in der Schweiz angekommen ist. Durch den Krieg in der Heimat jedenfalls scheint sie jetzt ihre ideale Rolle gefunden zu haben. Als Helferin zwischen den Kulturen. Weiter zum nächsten Besuch. Wieder bringen wir eine Torte mit, ein Zeichen der Höflichkeit in der Ukraine. Dass Vadim Sviridenko noch am Leben ist, grenzt an ein Wunder. Er war Militärarzt an der Front. Beim Kämpfen wird der 42-Jährige verwundet. Er will zum Spital fahren mit seiner Kompanie. Aber dort kommen sie nie an. Erst wird der Konvoi beschossen, dann fährt der LKW auf eine Mine und explodiert. Nur wenige Soldaten überleben. 3 Nächte lang müssen sie in der Führerkabine ausharren, bei minus 20 Grad. Ich bat den Kommandanten, nicht einzuschlafen. Ich habe gegen den Schlaf gekämpft. Als ich wieder aufgewacht bin, war ich der einzige Überlebende. Alle meine Kumpel sind erfroren. Irina schenkt ihrem Kriegshelden umgerechnet 200 Euro. Das ist doppelt so viel wie seine monatliche Rente als Kriegsinvalider. Im Gespräch mit Vadim sagt Irina auf Russisch, auch ihr Bruder kämpfe im Krieg. Das lässt mich aufhorchen. Davon hat sie bisher nichts gesagt. Haben Sie erzählt, Sie haben auch einen Bruder in dieser Kriegsregion? Ja, dass über das nicht reden. Wieso? Sie haben das gehört, weil... Haben Sie das jetzt belauscht? Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich will nicht, dass man ihn morgen tötet. Unterdessen aber ist ihr Bruder von der Front zurückgekehrt. Irina ist erleichtert. Jedenfalls ist sie mehr in diesen Konflikt involviert, als sie sagt. Hätte er noch Hände und Füße, morgen schon wäre er wieder an der Front, sagt Vadim. Seine Seele sei immer noch im Krieg. Was für ein Krieg, denke ich. Ein trauriger Bruderkrieg. Ukrainer kämpfen gegen Ukrainer und gegen Russen. Dabei haben sie eine gemeinsame Geschichte, die bis ins Mittelalter zurückreicht. Die ukrainische Armee kämpft nicht gegen das russische Volk. Sie verteidigt ihr Land. Die Russen und wir sind wirklich Brüder. Ich habe viele Freunde in Russland und es fällt schwer, sie zu verlieren. Wir kämpfen gegen ein politisches System. Ein System, das uns von den Russen aufgezwungen wird. Der nächste Morgen. Erstaunlich, wie lebendig die längst entzauberten Helden der Sowjetzeit noch sind. Irina bereitet sich auf einen speziellen Tag vor. Heute beliefert sie ein weiteres Spital. Und sie hat Gerüchte vernommen, dass sie dort eine Auszeichnung bekommen soll. Und, nervös? Nein. Absolut nicht. Wenn Sie keine Rede vorbereiten? Nein. Und während Spitalbetten aus einem Altersheim in Thun entladen werden, staune ich nicht schlecht. Mehrere Fernsehsender aus der ganzen Region sind da. Und auch der Gouverneur. Juri Tschatschenko wurde direkt von Präsident Poroschenko ernannt. Irina, wir möchten Sie mit dieser Medaille auszeichnen. Sie stellt den Kampf gegen den Aggressor aus Moskau symbolisch dar. Hier steht Freiheit für die Ukraine oder Tod. Воля Украины или смерть. Irina, ich habe einfach Glücksgefühl. Sie scheinen ein Star zu sein. Da. Ja, jetzt plötzlich. Ist das Ihre erste Medaille? Ja. Wie viel bedeutet sie? Also mir bedeutet sehr viel und wahrscheinlich, also nicht wahrscheinlich, sondern ich mache noch mehr.
Das ist ganz klar, die Leute brauchen das Hilfe. Tue Gutes und rede darüber. Genau, genau. Wir fahren ins Hauptquartier von Irinas Soldaten. Seit die Schweizerin im Frühling an der Front war, hat sich die Sicherheitslage erheblich verschlechtert. Studiert die Karte, hier ist Chassia. Die Front verläuft den Fluss entlang. Die Situation dort, es wird scharf geschossen. Irina scheint die schlechten Nachrichten stoisch zu ertragen. Und ich denke an die Strafverfahren, die gegen Mitglieder von freiwilligen Bataillonen laufen. Kämpfer sollen ukrainische Bürger, die sie für Sympathisanten der Russen hielten, festgenommen, geschlagen, erpresst und ausgeraubt haben. Und beide Seiten machen sicher Schlimmes in einer Kriegssituation. Kann dann so Hilfe nicht auch heikel sein als Soldaten? Ich sage es ganz klar, meine Leute, die sind nicht gefährlich, die sind ganz normal anständige Leute, die müssen Kalaschnikow in die Hand nehmen und Kämpfe, das Putin bringt, nicht alle hier um. Meine Bataillone, also nicht meine Bataillone, sondern Bataillone sind nicht gefährlich. Und Ihre Hilfe ist damit auch nicht heikel? Meine Hilfe ist nicht heikel, nein. Bis jetzt leben wir ja. Wir möchten uns bei der Schweiz bedanken, dass sie unseren Kämpfern hilft. Schweizer Militärdecken sind weltberühmt. Nicht nur die Schokolade. Nein, nicht nur. Und während sich die Soldaten an den Spenden erfreuen, glaube ich, genug gehört zu haben. Ich denke, es ist besser für Irina und mich, auf das letzte Stück unserer Reise an die Front zu verzichten. Also dann ist gut, wenn der Transport ohne uns geht. Momentan ist ja 5 Todesfälle in den letzten 2 Tagen. Aber ich hoffe, es dem Land geht besser mit dem Zeit. Das braucht alles Zeit. Ich bin 100% sicher, es kommt gut. Eine Sicherheit, die mir abgeht. Aber was maße ich mir ein Urteil an, als Bürgerin eines Landes, das vom Krieg verschont geblieben ist? Und so bleibt den Ukrainern zu wünschen, dass dieser verworrene Konflikt gelöst werden kann. Irgendwie.